Mal sehen. Mal sehen. So. Ich kann den Scheinwerferbonus noch schneller machen. Ist auch so gar nicht nervig. Okay, das stört sogar mich. Da war eine schöne Strecke. So bisher. Aufenthalt in Reims. Ja, toll. Wir sind aber nicht in Reims. Also, ja, wir fahren kurz durch, aber ja, halt nicht an. Wir fahren schön weiter. Ich muss abfahren. Gut, ja, ich komme auf die nächste Autobahn. Ist auch in Ordnung. Vor 11 sollen wir ankommen. Ja gut, da haben wir noch eine kleine Strecke vor uns. Nein, nee, schon wieder einer. Vielleicht hätte ich doch neben Straßen fahren sollen. Der furchtbar. Wobei die Nebenstraßen sind halt schön, weil man da halt ne, so viele schöne Gegner entdeckt. Autobahn ist halt auf Dauer ein bisschen eintönig, finde ich. Und auf Landstraßen bzw. Nebenstraßen muss man halt mehr aufpassen. Auf der Autobahn kannst du dann ja einfach Tempomat und gib ihm. Oh, ein niedliches Dörfchen. Okay, das ist eine schönere Stätte. Ich glaube, hier würde ich auch rasten. Aber wir brauchen noch nicht.
Stunden 48. Also danach machen wir auf jeden Fall noch eine Fahrt. Wahrscheinlich wechseln wir dann noch bald. Weil darauf haben wir. Gut, wir fahren schon 2,5 Stunden. Kommt mir gar nicht so lang vor. Kommt mir tatsächlich ehrlich gesagt gar nicht so lang vor. Aber es ist gemütlich. Gott, so schön auf der Autobahn lang. Dann machen wir nämlich gleich auf jeden Fall eine Strecke mit Nebenstraßen. Dauert dann auch noch mal ein bisschen. Überhol mal. Oh, ich hasse Überholen. Hat aber geklappt. Und ich muss runter. Nicht schon wieder. Warum? Die wollen echt Geld machen, kann das sein? Oh Gott. Diesmal wollen sie aber nur 38 haben. Rein. Hoffe ich? Ja. Tempomat ist drin. Muss aber sagen, die Gegentür gefällt mir. Schön, ruhig, idyllisch. Oh, ich würde das Städtchen durchfahren. Links geht's nach Paris. Warum fahren wir nicht nach Paris? Warum stand das denn nicht zur Auswahl? Ich gehe nach Paris. Da.
Servus, die Herren. Aber wie die meisten halt einfach da stehen und nichts tun, ne? Die meisten stehen halt einfach nur an der Baustelle und gaffen. Mehr tun sie nicht. Die gaffen. Eine Stunde drei. Ich schon Krampf in den Fingern. Ich muss das Spiel wieder öfter spielen. Ach du grüne Neune. Das denn für Kurven? Baustelle. Juhu, ich habe eine Baustelle. Wird da überhaupt gearbeitet? Fragen aller Fragen. So überhaupt fahren. Werd grün. Werd grün. Werd jetzt grün. Okay. Danke. Ampel. Ich habe so die Neigung, einfach bei Rot zu fahren. Ich tue es nicht. Toll. Ich will gucken. Ich bin nicht geworden. Die Ampel will mich verarschen. Ja, die Ampel hasst mich. Die Ampel dachte sich so, oh ja, wir lassen sie erstmal anhalten und ja, wenn das geht, ja, dann können wir umschalten. Ja. Ja. Ich hasse Ampeln. Auf jeden Fall gleich. Wie gesagt, dann machen wir noch eine Fahrt und danach wechseln wir zu. Wer konnte denn eigentlich? Das erfahrt ihr irgendwann vielleicht mal. Vielleicht weihe ich euch irgendwann mein dieses Geheimnis ein. Aber ich will hier mal gucken. Es gibt einen ganz besonderen Grund für diese Neigung. Vielleicht hat sie mit Bus zu tun. Aber auch nur vielleicht.
Oder vielleicht gefällt mir die Farbe Rot also so gern. Also später dann, ja. Später, ja. Vielleicht später. Oh, schön, ey. Bin ich eigentlich hier gelandet? Stacheldraht. Hallo. Oh. Verpasst du schon ein. Ob ich dezent müde bin? Ja. Ich bin auch immer noch am Überlegen, was ich morgen spiele. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Was ist das eigentlich für eine Gegend, wo ich hier gerade bin? Die waren weit auf meiner Seite. Da vorne muss ich rein. Nein, ich möchte nicht selbst einparken. Ausgezeichnet übrigens wieder. Ich würde es dir nochmal sagen. Oh, und zweimal Post. Spezialtransporte. Wir können ihnen helfen. Wachsen. Ja, ja. Auftragsangebot. Schnelle Aufträge. Wo sind wir gerade? Calais. Und Calais nach Duisburg. Anzeige wieder. Ach komm, gebt einfach zu, dass ich gar nicht mal so schlecht fahre, ja? So schlecht fahre ich nicht. Zumindest nicht im Eurotruck. Fahrtlänge, das ist aber keine kurze Fahrt. Das ist einfach... Nur die kürzeste wäre halt wahrscheinlich das hier, ne? Der ist nach London. Fährt super besser als beim Bus. Ja, ja, ja. Wie gesagt, bei Eurotag gebe ich mir... Na gut, ich gebe mir bei beiden Mühe, aber ich kann irgendwie Eurotag besser fahren. Also... Ich glaube, würde ich Eurotag jetzt das allererste Mal spielen, würde ich halt auch mega scheiße sein beim Fahren. Das ist einfach jetzt mal so eine Vermutung, die ich habe. Muss ein Autobahn liegen. Ja, nee. Bei Fernbus hatte ich ja zum Beispiel auch Autobahn. Da habe ich sie auch nicht hingekriegt. Also an der Autobahn kann es nicht liegen. Ja gut, das stimmt. Aber was du halt bei Eurotruck hast, sind... andere Autofahrer und das nicht so knapp. Ja gut, dann halt auch dieses zu schnell fahren, in Baustellen reinbrettern. Also du kriegst ja auch schon dein Schaden und so zusammen. Ich will einmal kurz umstellen auf Nebenstraßen. Wollte ich ja jetzt einmal machen. Beste Nebenstraßen. Jetzt wird's lustig. Guten Abend! Ein frisches. das kann er. Ist aber halt trotzdem noch, ne? Das ändert sich aber trotzdem nicht. Ein frisches. Nein! Nein! Zerreiße mich. Ich habe mich zerrissen. Ich habe nur deine Hand abgehackt. Rufus hat meine Hand abgehackt. Monster. Mhm. Nee, ist
Dafür habe ich ein Herzchen. Komm, aus dem ich mal wieder nicht schaffe. Aber Herzchen. Ich habe sich was, woran es liegt. Kannst weiter dabei. Der Kuhrand schafft. Na gut, aber was war bei Fernbus? Bei Fernbus hatte ich auch keinen zweiten. Ich hab auch keine Kohle da. Da sind ständig Menschen. Ey, bei Fernbus habe ich nur ein Auto. Ich hab den Finger abgerissen. Na toll. Bei Fernbus habe ich nur ein Auto weggeschleudert, sodass es. Weggeflogen ist. Mehr habe ich bei Fernbus nicht geschafft. Gut, und dass ich auf die Leitplanke geknallt bin und nicht mehr runterkam. Gut, ich bin auch einfach auf der falschen Straßenseite gefahren. Viel Spaß noch. Tschüss. Ich könnte es nur lang ausführen. Ich glaube einfach, ich kann Eurotruck besser. Und man hier alle versteht. Und Ostraube. Okay. Ist aber halt auch keine andere Strecke, ne? Ja, kommen wir. Wobei nach London macht halt wenig Sinn, ne? Cambridge? Komm, wir fahren nach Cambridge. Wir fahren einfach nach Cambridge. Oh, scheiße! Da muss ich ja links fahren. Ist ja Linksverkehr. Dann. So, eingestellt, Nebenstraßen, ja? Gibt es aber nicht viele Nebenstraßen nach Cambridge. Gibt gar keine Nebenstraßen nach Cambridge. Schade. Was ist denn Cambridge? Oxford ist viel cooler. Nach Oxford gab es aber nichts. Also, beziehungsweise, ja. Nee. Ich will nach Cambridge. Cambridge ist schön. Ich möchte eigentlich, also ganz eigentlich, möchte ich nach Edinburgh. Ich würde sagen, wir sind da ganz oben hin. Wenn es ginge, würde ich eigentlich nach dahin wollen. Also, wenn man ganz genau nimmt, würde ich eigentlich dahin. Also, warte, ja, doch hier irgendwo. Hier in dem. Du willst dann schon noch nur in den Rock gucken. Nee. Nein. Nein. Ich will Nessie guten Tag sagen. Ich will nach Loch Ness. Ich will eigentlich nur nach Loch Ness. Card of Playmouth. Southampton. Dover. Bring Whisky mit. Okay. Ey, wir haben aber eigentlich eine schöne Strecke gemacht, ne? Hier lang, da lang, da rum. Na gut, wir fahren erstmal. Lichts an. Und wir fahren. Fahren. Und fahren. So Fähre. Also die Fahrt ist ja jetzt echt kurz dann. Sehr kurz. War zu schnell. Das Schlimmste ist halt das Linksfahren. Oh Gott. Muss auch mal wieder fahren. Endlich Skandinavien zu entdecken. Aber heute bin ich viel zu aufgedreht. Alles gut. Nach Skandinavien will ich auch. Wobei, ich war ja schon in Eurotruck in Skandinavien. Ist echt mega schön dort. Das ist eins meiner Lieblingsgebiete hier.
In Frankreich bin ich zwar bisher echt cool, hat mich aber bisher trotzdem noch nicht ganz so von den Socken gehauen. Aber gut, wir waren jetzt auch noch nicht großartig hier. War ja jetzt nur eine kleine Strecke, die wir durch Frankreich gefahren sind. Ich frage mich, warum hier überall Stacheldraht ist. Nur wegen der Fähre? Skandinavien unterwegs ist alle zwei Orte ein Metal-Konzert an der Straße geben. Um es realistischer zu machen. Ah, schön. Ja, cool wäre es. Alter, was ist das denn für eine Straße? Das finde ich schon wieder cool. Ich mag sowas. Ich fahr sowas voll gerne. Oh Gott. Ich hoffe, es ist egal, wo ich durchfahre. Wie viel von diesen Häuschen wollen Sie haben? Spiel? Ja. Alter, wie lange fährt man denn bis dahin? Also, ist ja eigentlich echt cool, aber... Hui, ja, 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 ja. Ach du Scheiße. Ach du... Du ahnst es nicht, ey. Geil. Ah, sowas finde ich cool. Mehr, gib mir mehr davon. War hier auch eigentlich viel zu schnell, danke. Wo muss ich? Ich bin, glaube ich, irgendwo falsch abgebogen, oder? Nee. Hier lang. Hier drauf. Ach du Heilige. Ja. Aufbrechen. Oh, Lady Whitefee. Erster Aufenthalt in Dover. Okay, Licht war an. Ich soll halt auch selber runterfahren. So, jetzt bedenken. Links fahren, nicht rechts. Links fahren. Rechts ist Gegenverkehr. Das wird doch nicht in Dovers. In Dover, nicht doof. Oh, Luna, nein. Aus. Einfach aus. Das ist ungewohnt, links zu fahren. Yay, warum ist eigentlich auf der anderen Seite so viel los? Oh. Ja, ich weiß, ich bin zu schnell. So. Tempomat ist drin. Wie hübsch ist das? Ja, das habe ich in England nicht immer bekommen, Linksverkehr. Ich habe immer gewundert, was der Gegenverkehr auf meiner Spur ist. Oh, ich bin falsch gefahren. Egal. Gibt es den Kreisverkehr?
Ja, ich muss ja den Kreisverkehr anders nehmen. Oh Gott. Ich muss ja links fahren, nicht rechts. Hilfe! Oh, bitte Hilfe! Oh Gott, oh Gott. Nennt man so eine. Ich hoffe, es geht dir gut. Hilfe. Oh Gott. Ja, ja, und bei dir? Oh Gott, außer dass ich jetzt hier irgendwie links fahren muss, ist alles gut. Und Namen Leonie Kira, hallöchen. Auch dir einen wundervollen Sonntag. Wie gesagt, ich habe nur ein paar Probleme mit dem Linksverkehr. Oh Gott, und weiterfahren. Wir sind aber jetzt, was Eurotakt tatsächlich angeht, so in den letzten Zügen. Also das ist unsere letzte Fahrt für heute. Also nicht die letzte Fahrt, ich meine, wir werden auf jeden Fall nochmal Eurotakt spielen. Aber für heute tatsächlich. Weil es passt halt gerade so. War mit einer der kürzeren Fahrt. Oh Gott. Wer hat eigentlich hier so viele Ampeln hingestellt? Hätten die wird auch gleich grün? Ach nee, die brauchen das ja. Das Schlimmste ist, ich kann hier nicht aufsteigen und die Welt erkunden. Warum kann man hier nicht aufsteigen? Ich möchte es machen wie bei Bus-Simulator und einfach lieber einen Walking-Simulator draus machen. Lieber die ganze Zeit irgendwo lang gehen. Da ist ein Mensch. Ich hätte versuchen können, ihn umzufahren. England. Wir sind in England. Gerade in England angekommen. Wo wollten wir nochmal hin? Warte mal. Wir wollten nach Cambridge. Fahr doch mal zum Buckingham Palace. Den gibt's ja leider nicht. Dann können das irgendwie eine... Masuna, nein! Aus! Stopp! Aus! Einfach nein! Einfach nein! Einfach nein! Warum? Warum sie leiden? Aber England ist schön! Kein Englisch, aber ich will irgendwo mal nach England. Das heißt Japan. Da würde ich ja panisch Angst kriegen. Oh. Wobei, der ist besser als mit England. Gut, liegt vielleicht auch daran, dass ich den schon kannte. Den ersten kann den nämlich noch nicht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, die fahren falsch. Warum gibt es denn nur blaue Autos? Ach, da sind doch noch andere. Ich kann sagen. So. Sind wir bald da? London, Dover. Ah ne, wir müssen Richtung London. Straße, ich muss irgendwie auf links. Ich bin jetzt nicht einfach nicht traut, über die Straße zu fahren. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Meine Witze. Nee. Nee. Nein, das ist falsch. Das ist einfach nur falsch. So fährt man nicht.
Nur auf der anderen Seite. Ich fühle mich hier unwohl. Hilfe. Tschüss. Das ist viel, was so einen Entschmack. Ich will, ohne Witz, ich will nicht wissen, wie ich beim nächsten Mal beim Flugzeugfliegen leiden werde. Es wird einen Mod geben, wo man nach Japan kann und hin und wieder Monster angreifen. Das Monster bin ja schon ich. Ich fahre auf der Straße. Ist das nicht schlimm genug? Zumindest im Linksverkehr. Rechtsverkehr geht ja noch. Ich fahre halt auch einfach viel zu langsam. Liegt aber daran, dass ich links fahre. Komm ich nicht schneller. Ich traue mich halt einfach nicht schneller zu fahren. Ich lande in der Leitplanke. Ein Grauen. Einfach ein Grauen. Aber schön dagegen. Vor allem, was ich halt schön finde, wieder auf der Seite eben. Diese Steinzäune. Das ist halt echt cool. Ich kann schlecht die Idee fangen, weil die Blanke, die leidet sich bestimmt. Es gibt so Dinger, die tun echt weh, Masuna, weißt du das? So dezent nur. Aber sie tun weh. Ich hätte nicht vorbeigetraut. Ich war zu weit rechts. Ich fühle mich gar nicht so eine Planke. Eine Planke. Macht ja echt Geräusche. Zum Aufwachen dann wieder. Weil ich einschlafe bei der Fahrt. Well. Wenn diese Schenkelklopfer für Beinlose. Ja, ist so. Gott, bin ich jetzt hier noch richtig? Ja, bin ich. Oh Gott. Nee, bin ich nicht. Bin ich? Weiß ich nicht. Doch, bin ich. Da muss ich hin. Ach du grüne Neune, ey. Felixstowe, Cambridge. Wir wohnen nach Cambridge. Das ist, ich glaube, das ist die Kurve. Ja, aber was für eine Kurve! Vor allem, du weißt jetzt einfach nicht, ja, musst du da jetzt schon abfahren oder musst du noch die nächste? Das sah doch alles so seltsam aus. Ich bin doch noch nicht in England gewesen. Das heißt, wieder meine Lieblingsmauer. Und der Mat.
glaube, die Witze werden immer schlechter. Kann das sein? So eine Frage. Wie sieht das jetzt? Ja, auch wieder wahr. Also du kannst auf jeden Fall bald mit Iron in Konkurrenz treten. Ihr seid beide echt die Meistere, Weisheit, schlechte Witze machen. Felixstown. Ich muss auf jeden Fall rüber. Ich muss immer noch nach Cambridge. Konkurrenz, ich war keine Konkurrenz. Ja, wir haben ja Iron hier, die macht ja auch öfters solche Witze. Das heißt öfters. Eigentlich immer. Und jetzt haben wir auch noch dich. Also, es wird nicht langweilig. Vor allem nicht mit den Witzen. Es ist erstaunlich, dass auch immer... Die meint das bestimmt nur ich. Die macht das ständig, ja. Ja, durchgehend. Durchgehend. Ich muss abfahren. Da. Oh. Ja gut. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Runter. Das stimmt, Mappa. Das stimmt. Oh, bremsen. So, jetzt stellt euch das mal mit Lenkrad und Pedalen vor. Ich glaube, das wird nichts. Aber wir sind gleich da. Wir haben es bald geschafft. Ich tucke jetzt mal auf der Autobahn lang, wie so eine lahmarschige Schnecke. Aber egal. So, wir kommen an. Irgendwann. Stunde Fahrt noch. Ja, dann mal rüber. Diesen Monat bekommen. Den ersten Morgen genau anzählen. Und kann ich dir morgen Abend Bescheid geben. Dings von spielen. Gerne. Gerne. Kannst du gerne machen, Papa. Oh Gott. Huch. Erstmal Kamera verschoben. Das wird nicht besser mit dem Kamera verschieben. Noch. Warte. Okay, also einmal nur noch ab Dings sind da. Was ist denn Dings? Das Spiel kenne ich gar nicht. es geht unter anderem um Man of Medan. Wir hatten ja anfangs, also ich habe es ja letztes Jahr zum hier, Halloween-Stream hatte ich es alleine gespielt. Ich habe mich aber so sehr eingemacht vor Angst. Also ich hatte echt Schiss. Gut, lag auch an einem kleinen Sound-Alert, den eine gewisse Person gemacht hat. Deswegen ich dann einfach so fertig war. Ich weiß nicht, ob es den Schrei als Clip gibt. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat mich das Spiel so fertig gemacht alleine, dass Mappa dann vorgeschlagen hat, hey, komm, wir spielen die Reihe gemeinsam, zu zweit ist auch bestimmt nicht ganz so schlimm. Und ja, da wir zu Halloween dann den zweiten spielen wollen, müssen wir natürlich erstmal den ersten spielen. Folglich, ja, müssen wir dann noch einen Tag für finden. Und ja,
das ist das eine Ding des Bums. Es gibt doch noch was anderes, aber ja. Da, ne? War ja Palast der Toten noch für Final Fantasy. Was wir noch machen müssen. Röten, tun und so weiter. Wofür ihr ja Punkte ausgegeben habt. Ihr wollt mich unbedingt alle leiden sehen. Leider. Ich achte auch gleich wieder auf den Chat. Alles gut, Papa. Und wenn du es mir erst Ende der Woche sagen könntest. Alles gut. Hetz dich da nicht. Wir kriegen das alles hin. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Du musst mich wenigstens nicht alleine leiden. Das wird gut. Das wird gut. Vor allem, ich glaube, beziehungsweise man spielt dann ja zwei Sichten. Also Mappa spielt ja die eine Sicht und die spielt dann ja die andere Sicht. Huch, jetzt muss ich wieder schneller fahren. Okay. Ja. Wir gucken, dass es ein Sonntag ist, wo ich länger kann als 22:30. Alles gut. Kriegen wir. Sollten wir das hinkriegen. Wenn wir dich leiden lassen sehen wollen, können wir versuchen, dich dazu zu zwingen. Pokelchen zu spielen. Oh Gott. Nein. Beliebte Speise des Sonnengottes im alten Ägypten. Ach, ich bin falsch abgebogen. Aber egal, die Strecke ist sogar kürzer. Den Tag werde ich dann aufstreamen, damit ihr dann beide sich knapp. Yay! Dann müssen wir uns ja auch, beziehungsweise setzen wir uns dann auch noch einen Tag hin, Mappa, dass wir das dann für dich alles einstellen. Da helfe ich dir dann. Ich gebe dir einen kleinen Crashkurs. Ja, wie gesagt, ich gebe dir da einen kleinen Crashkurs. Also wenn man es einmal gemacht hat, ist es gar nicht so schwierig. Zumindest halt die Grundsachen. Aua, ich habe meinen Fuß gerade gegen meine Wasserflasche gehauen, die unten unter dem Tisch steht. Aua, das tat weh. Ob es funktioniert? Masuna, aus! Einfach aus! Ah, so schön. Genug Bus, genug Bus gefahren. Nee, genug Truck gefahren. Speichern. Stream.